Am 17.10. erscheint ja dein Album Für immer und ewig. Auf was dürfen sich deine Fans denn freuen? Auf eine ganz spannende Reise durch meine Biografie, weil ich viele Erfahrungen gesammelt habe, natürlich in 28 Jahren. Ich verarbeite dort Liebe, Sehnsucht, Hoffnung. Das wird sehr, 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 sehr spannend, weil auch wenn ich nicht jeden Song selber geschrieben habe, aber einige Songs geschrieben auf dem Album, wird jeder Song mich widerspiegeln. Alle Songs habe ich ganz gewissenhaft natürlich für mich, also aussuchen wäre falsch gesagt, sondern es ist so, dass der Song dich findet. Egal, ob du ihn schreibst oder ob du ihn hörst, der Song hat immer dich gefunden und du hast einen Bezug dann zu der Musik. Und wenn du diesen Bezug nicht hast, dann würde so ein Song zum Beispiel niemals als Lückenfüller gibt es schon mal gar nicht, aufs Album kommen. Deswegen wird es 100% Jörn geben. Und die Songs, die du selber geschrieben hast, was ist denn da deine Inspiration für die Texte? Meine Inspiration ist mein Leben für meine Songs. Ich könnte jetzt nicht mich in irgendwas hineinversetzen, so wie in der Schauspielerei. Da könnte ich dann einen Mörder spielen oder sonst irgendwas Verrücktes. Bei der Musik ist es nicht so. Da kann ich nur aus eigenen Erfahrungen schöpfen und mich nicht in etwas hineinversetzen, was ich vielleicht gar nicht erlebt habe. Und daher schreibe ich schon meine Erlebnisse nieder, mal mehr verpackt, mal weniger verpackt. Aber das liebe ich auch am Schlager, dass Schlager einfach echt ist, dass man klare Zeilen hat und nicht viele Worte braucht. Wenn man im Schlager singen möchte, ich liebe dich, dann singt man, ich liebe dich. Und versucht nicht durch 1000 verschiedene Möglichkeiten, das irgendwie darzustellen. Du machst ja schon Musik, seit du 11 bist. Wie kam es denn jetzt dazu, dass du jetzt auf einmal Schlager singst? Ich habe angefangen mit 11 Hip-Hop-Texten zu schreiben. Das war sozusagen der Beginn einer langen musikalischen Reise, die jetzt hier quasi ihre Hochphase erfährt, weil ich angekommen bin im Schlager. Ich war nie auf der Suche nach meiner Richtung, aber ich habe unterschiedlichste Sachen ausprobiert. Bin dann mit 12, habe meinen Bruder erst mit 12 kennengelernt, weil er aus der ersten Ehe meines Vaters ist und unsere Familie so ein bisschen verkrampft ist nicht das richtige Wort, sondern es gab so ein paar Irritationen und man war sich nicht ganz so einig, wann wohl der richtige Zeitpunkt wäre, meiner Schwester und mir unseren Halbbruder vorzustellen. Aber das war, wie gesagt, mit 12 und da habe ich dann auch angefangen, weil mein Bruder Punkrock-Musik gemacht hat, American High School Punkrock, so ein bisschen wie Green Day die Richtung. Ihn nachzumachen, zu imitieren, beziehungsweise er hat mir imponiert und ich wollte so sein wie er. Und dann habe ich angefangen, mit ihm Musik zu machen. Das ging dann immer weiter. Man hat dann festgestellt, dass ich eher so der Pop- und Balladentyp bin in der Band. Habe dann auch viele Witze ertragen müssen, Bandkollegen unter sich. Und habe mit meinem ersten Album 2007, das war ja sehr, sehr Pop-Rock-lastig, mich das erste Mal als Musiker insofern verwirklichen können, dass ich etwas rausgebracht habe, was die Leute dann mitgesungen haben. Das hat mir unglaublich viel Auftrieb gegeben. Aber es gab auch viele Probleme mit der Plattenfirma, weil die gesagt haben, Mensch, du bist uns viel zu viel Schlager und da ist auch viel zu viel Pop. Wir wollen mehr den Rockkünstler mit dir aufbauen. Und ich habe das zwar mitgemacht, weil als 21-Jähriger bist du nicht so gepolt, dass du, also klar, gibt es die auch, aber ich war ganz frisch in der Branche und war überhaupt froh, dass ich Musik veröffentlichen durfte von mir. Ja, ich habe 7 Songs geschrieben auf dem ersten Album, die zwar alle dann noch zerwurstelt wurden von den Autoren und Produzenten, die standen noch dahinter, aber habe schon gemerkt, okay, da gibt es Leute, die wollen dich in eine Richtung drücken. Und dieses in die Richtung drücken wollen, hat dazu geführt, dass wir beim zweiten Album uns überhaupt nicht mehr einig waren, weil ich dann rebelliert habe, habe gesagt, nee, also ich würde gerne viel seichter werden, die Musik machen, die ich auch schreibe, nämlich Schlager und Pop. Und da hat man sich dann entschlossen, den Vertrag zu lösen. Und war der Wunsch, Musik zu machen, vor dem Wunsch von der Schauspielerei da? Oder? Beide Wünsche existierten parallel, eine Koexistenz, weil ich es liebe, kreativ zu arbeiten. Ich wollte erstmal Jäger und Förster werden. Fischer und Jäger. So, okay. Weil ich nämlich dachte, ich müsste dafür keine Ausbildung machen.
Ich fand diese Vorstellung als Kind schon furchtbar, eine Ausbildung machen zu müssen, weil ich kreativ war. Schon in der Klasse kein Störenfried, aber ich bin immer damit aufgefallen, dass ich gesagt habe, Mensch, Frau van der Vecht, das war damals meine meine Klassenlehrerin in der ersten, zweiten Klasse. Ich habe gar keine Lust auf Mathematik, können wir nicht alle rausgehen spielen? Mhm. Ja, da hat man schon früh gemerkt, das wird eine schöne Schulzeit. Hatte mich dann gefangen von der 7. bis zur 10. Klasse, habe das ordentlich abgeschlossen. Aber mein Wunsch war, ungebrochen Schauspieler zu werden und Musik zu machen. Und ich unterscheide auch nicht. Ich könnte jetzt nicht sagen, ich will jetzt nur noch Musik machen oder nur noch Schauspielerei. Beides ist ein Bestandteil von mir und ich kann und will nicht darauf verzichten. Würdest du denn sagen, dass der Schlager im Moment boomt und woher kommt denn das, dass die ganzen Jungen jetzt auch Schlager machen? Was würdest du sagen? Ich würde nicht sagen, dass Schlager boomt, aber ich würde sagen, dass die Leute jetzt ihren Geschmack langsam finden. Weil Schlager einfach eine sehr einfache, eingängige und schöne Musik ist, die mit diesen ganzen Emotionen, die wir in einem Leben erleben dürfen, auch die einfach diese Emotionen auch transportiert. Da ist nichts, was komplett verklausuliert ist, sondern das ist einfach und direkt und das finde ich schön. Und boom, wir erleben eine Renaissance, definitiv, wurde durch Helene Fischer auch befeuert, aber auch vor Helene Fischer gab es schon die ersten Anzeichen dafür, dass Schlager auf einem ganz anderen Level bald stehen wird. Ich wurde damals noch belächelt, als ich gesagt habe zur Plattenfirma, also am liebsten würde ich ein Schlageralbum machen. Mhm. Dann haben sie gesagt, ja, Junge, aber Schlager, verkauft nichts. Also so, ja. nur solche Sprüche. Und 2010 habe ich dann den Entschluss gefasst, beziehungsweise es war kein rationaler Entschluss, sondern vielmehr das Ende einer Reise, einer vorzeitigen, wo ich gemerkt habe, alles, was ich schreibe, ist Schlager. Und ich liebe diese Musik. Warum soll ich denn irgendwas anderes machen?